Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Remothered Tormented Fathers. Für euch liegt das letzte Video 2 Tage zurück, beziehungsweise, ja doch, 2 Tage waren jetzt zwischen diesem und dem letzten Video zu Remothered. Für mich war es allerdings jetzt nur maximal 3 Minuten. So, ich bin nach wie vor ein bisschen frustriert, was die Labyrinth-Geschichte anging. Die hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ich habe jetzt aber, wie man im letzten Video zum Schluss gesehen hat, endlich aus dem Labyrinth rausgefunden. Diese 3 Ventile geschlossen und... Aha, Celeste ist immer noch da. Sie folgt uns immer noch. Ich hoffe, bin jetzt, also ich habe jetzt auch nichts gemacht, seit ich die Aufnahme beendet habe. Es ist immer noch der gleiche Ladebildschirm, seit ich gestorben bin. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Situation jetzt nicht wieder von vorne losgeht, sondern dass es einen Zwischenspeicher gab an der Stelle, an der die Aufgabe erledigt war. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Okay, ich bin mal wo. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung. Ja. Alles klar. Ja, aber wo denn jetzt hier hin? Es fängt genauso beschissen an, wie es das letzte Mal aufgehört hat. Ach, der spielt da mit der Spieler. Ist ja süß. Okay. Also sie haben keine Zeit zu verlieren, so wie es aussieht. Was? Ja. Na komm, jetzt geh doch da rein, Frau Holle. Alter Falter. Oh, Celeste ist weg. Weggezaubert. Schön. Jetzt hat sie allerdings in Ruhe das Regal zur Seite geschoben, während mit einem Bolzenschutzgerät auf sie gezielt wurde, ja? Man beachte hierbei, dass sie nicht in der Lage war, ein Ventil zuzudrehen, während mit einem Bolzenschutzgerät auf sie geschossen wurde. Wollte ich nur am Rande mal erwähnt haben. Nur am Rande. Mach die Tür auf, Schlampe. Alter. Brauchst du eine Einladung? Ja, ist schön für dich, dass du kein Kind mehr bist. Renn doch, Mensch! Ah! Ach Gott. Okay, es wird nicht lange halten, schätze ich. Okay, Regal vorschieben. Natürlich, da denkt man natürlich auch auf der Flucht nicht irgendwie dran, ne? Dass man da achtet man auch gar nicht drauf, ob da irgendwelche Symbole aufploppen. Ich brauche etwas, um das verwenden zu können. Ich habe aber nichts. Hä? Was? Was passiert? Ah.
Machst du jetzt das Regal dahin oder was? Meine Güte. Oh, also das ist ja echt unfassbar. So. Liegt da irgendwas rum, womit ich die Tür öffnen kann? So. Was ist das? Umkleideraumschlüssel. Na toll. Benutze den Schlüssel bitte. Hast Zeit. Willst du erst einen Lippenstift noch aus der Heiland, zack, aus der Tasche holen? So, gibt's jetzt mal was Neues? Oh, das wäre so schön. Es gibt zumindest meine Ladezeit. Ohne dass ich gestorben bin. Das ist sehr überraschend. Ziel. Finde einen Weg aus dem Keller. Vermeide es, Jennifer Felton zu treffen. Nee, ich hätte jetzt gedacht, ich muss ja noch einen Kuchen backen. Ein Weg aus dem Keller. Okay. Und wo dann hin? Bitte einfach nur zum Haus raus. Bitte lass mich einfach nur zum Haus raus. Gibt hier irgendwas? Ah, hier ist jetzt wieder zu. Ist interessant. Ich sage mal so, jetzt könnte ich mich dann wenigstens, obwohl sie hat immer noch das Bolzenschussgerät, ich kann mich eigentlich nicht mit ihr kampeln. Haben wir vorher im Osten gesagt, also quasi mit ihr zanken, mit ihr prügeln. Und dann nur die zwei Flaschen da, also ich bräuchte im Prinzip einen, wenn überhaupt, dann einen Stichgegenstand. Aber sie schießt ja eben. Sie schießt ja eh mit dem Bolzenschussgerät. Ich bin aus dem Keller draußen. Ich versuche es jetzt einfach mal vorne an. Der Aufzug! Und die Nonne ist immer noch hier unterwegs. Ich höre ihre Schritte. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Alter Verwalter. Alter, das Labyrinth war ja schon schlimm genug, aber jetzt hätte es mich gerade wieder fast nervlich. Ja, was tun wir denn jetzt? Der scheint noch weiter runter zu gehen, als wir schon unten waren. Okay, vielleicht war es generell keine gute Idee, den Fahrstuhl zu benutzen. Okay. Finde einen Weg aus dem Keller, vermeide es, Jennifer Felton zu treffen. Das ist uns ja bis dahin ganz gut gelungen. Der Fehler, den wir gemacht haben, war, in den Aufzug zu steigen. Oben ist nach wie vor die Nonne unterwegs. Ah ja, sieh an, du kommst also tatsächlich da mal die Treppen runter. Scheint immer noch Riegel davor zu sein, ne?
Ist das aufregend? Ich komme nicht zu dir. So, erstmal verstecken. Ach Gott. Aber ich freue mich schon ein bisschen, mich immer wieder verstecken zu können, ne? So richtig. So effektiv auch. Ist ja unglaublich. Das ist natürlich die Frage, wo treibt sich die Nonne jetzt wieder rum? Akustisch ist sie immer noch sehr nah. Ah, aber ich kann ja ewig hier drin bleiben. Nach wie vor kann ich nicht ewig hier drin bleiben. Wie komme ich nach draußen? Ich muss ja im Endeffekt das Haus verlassen, denke ich. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Da es nun mal jetzt auch durch den Vordereingang schlicht und ergreifend nicht ging, weil immer noch das Gitter davor war. Oh, guck mal, ein Spiegel. Den werde ich jetzt aber wirklich erstmal sowas von nutzen. Bin ich wenigstens schon mal hier. Gespeichert wird. Ach, ist das schön, mal wieder so richtig aktiv speichern zu können. Das macht einem richtig. Ja, das bringt Sonne ins Leben, ja. Okay, Energie ist dann auch wieder da. Jetzt ist es an dem, ja, hier weiterzukommen. Na? Irgendwie. Ich behaupte mal, einen Weg nach draußen zu finden. Also es muss ja irgendwie, es muss einen Weg nach draußen geben. Jetzt habe ich hier schon wieder Türen gehört, die ich vermutlich nicht hören wollte, aber noch ist okay. Frage ist jetzt wirklich nur, wohin? Vielleicht. Vielleicht vor den Fernseher unten nochmal. Vielleicht muss ich irgendwie zu dem Fernseher. Ich wüsste jetzt zwar nicht, warum. Ich gehe mal da rein. Scheint mir sicher, dieser Schrank. Ja. Erzähl halt. Ich renne jetzt mal weg. Okay. Vielleicht geht der ja jetzt. Wer weiß. Wir werden es ja gleich sehen. Wir haben ja gespeichert. Aber ich habe so das Gefühl, dass es das nicht ist. Versuche mich einfach mal hier in der Ecke zu verstecken. Vielleicht werde ich da einfach nicht getroffen. Vielleicht sehen die mich da auch nicht. Oh. Ja, es läuft sehr gut. Okay, habe jedenfalls gespeichert. Aufzug ist generell eine schlechte Idee.
Aber ich wüsste jetzt auch gerade nicht so wirklich tatsächlich einen Ausweg hier. Eine Idee wäre, meiner Ansicht nach, ja, der Fernseher. Eigentlich Verteidigungsgegenstände, ich muss mal gucken. Hätte ich nicht mal. Hätte nicht mal Verteidigungsgegenstände. Sollte mich jemand überrumpeln. Nichtsdestotrotz, ich versuche das mal unten im Fernsehzimmer. Alter. Du warst doch gerade eben noch ein Stockwerk weiter oben, Frau. Wie machst du das? Geh unter die Couch. Na los. Okay. Also mein ganzer Körper, mein alles, alles was ich bin, ist die Frucht eines Dämonen. Also ich bin für ihn. Naja, behauptet es mal. Naja. Sei es drum. Gut. Wunderbarer Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Ja, es ist schon wieder an der Zeit. Ja, so schnell geht das manchmal. Ich kann es ja auch gar nicht glauben. Ja, nach wie vor nicht so wirklich rausgefunden, wie es jetzt da genau weitergeht. Aus dem Keller bin ich raus, ohne Jennifer zu begegnen. Wie es jetzt weitergeht, finden wir im nächsten Video raus, hoffe ich zumindest. Bis dahin wünsche ich euch noch was, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst, einen Kommentar, den ich lesen und beantworten kann. Und vielleicht sogar ein Abo, solltet ihr das nicht schon getan haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen nochmal und tschüss.